Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Motorsport 5. Und ja, wir machen da natürlich weiter, wo wir stehen geblieben sind in der letzten Folge. Und ja. Dann fahren wir noch gleich das Rennen. Zwei Runden haben wir gefahren. Platz 3, also wir sind. Ja, ich glaube, das ist halt dieses Rennen, wo man halt normale Autos hat. Und dann fahren hier nur zwei andere Gegner. Man muss halt die normalen Autos plus die Gegner dann überholen. Und man hat dafür halt zwei Runden Zeit, ne? Also. Geht ja schnell. Ich glaube, sowas haben wir, glaube ich, schon in den anderen Veranstaltungen gehabt. Kann ich mir nicht glauben. Ein bisschen her, wo ich die anderen Veranstaltungen jetzt gesagt habe. Auch einen weiteren Sieg eingefahren. So muss das sein. Dass das immer so lange dauern muss, ne? Hier diese Endfrequenz vom Rennen.
wieder weg. Gut. Auf geht's nach Barcelona und zum Circuit de Catalunya, der Heimat des großen Preises von Spanien. So, jetzt geht's weiter. Müssen aber auch aufpassen, dass sie dann sitzen wollen. Also, noch ein bisschen von beiden Seiten ist es Gefahr, dass wir von hinter uns überholt werden und dass der vor uns sich noch weiter absetzt. Thank you.
Vielleicht schaffen wir in dieser Runde auch wirklich 4 Rennen oder so. Das wäre nochmal ganz cool. Ich glaube, dann hätten wir irgendwas bei 7 Rennen mittlerweile. 17 insgesamt hat ja das Event. Also das heißt, 10 Rennen müssen wir dann noch fahren. Gut, dann haben wir auch das abgeschlossen. Und steigen wir Fahrerstufe auf. Machen wir Stufe 18. Ich weiß gar nicht, wann, was ich, das damals war auf dem alten Profil. Ich glaube, da war ich in der 2 Stufe 70, 80 in meiner Dreh. Oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht, aber so 70, 80, da weiß ich hundertprozentig, in der Richtung war ich. Wieder einmal geht es zum Dunsford Aerodrome für eine Veranstaltung auf der Top Gear Teststrecke. Also, das, was ich weiß, aus dem alten Spielstand war, dass umso höher vom Level her, umso länger hat man gelevelt, ne? Also ist ja wie bei jedem anderen Spiel auch, ne? Man kommt ja immer mehr EP dazu oder mehr XP-Punkte, die man sammeln muss. Also, ne, der Balken wird ja nicht kürzer, sondern mehr, bis man ein Level aufsteigt wieder. Das ist, glaube ich, in vielen Spielen so. Und das war, glaube ich, bei Forza nachher auch so, dass man umso höher man war. Some say he's the Stig, but he's not. He's the Stig's digital cousin. Umso höher man war, umso länger musste man dann halt für ein Level machen. Ne? Das ist schon normal. Gucken wir uns jetzt mal die Veranstaltung an.
geschlossen. Rein zeitlich könnten wir noch ein Rennen auf jeden Fall schaffen. Das andere Rennen, für weiß die heutige nicht, Veranstaltung kehren wir noch einmal Folge in das über 1000 Jahre alte wunderschöne Park zurück. Gucken wir mal. Oh, my God.
So, dann haben wir jetzt hier das Rennen auch abgeschlossen. Genau, also dann haben wir praktisch rein theoretisch noch ein Rennen. Ich weiß nicht, zeitlich? Nee, also belassen wir es das mal. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.